Wer dachte, mit einem Machtwort von Papst Franziskus in Rom wäre die Affäre um den Limburger Bischof Franz-Peter Theberts van Els zu Ende, der irrt. Seit Wochen dominiert das Thema die Medien und nach wie vor reisen auch viele Interessierte nach Limburg, um das teure Anwesen um den Dom einmal mit eigenen Augen zu sehen. Einige nehmen für die Reise weite Wege auf sich. Eine schnelle Lösung erwartet keiner der Beteiligten. Im Großen und Ganzen herrscht aber Einigkeit, wie die Ereignisse in Limburg zu bewerten sind. Das ist natürlich furchtbar, weil das wirft ein schlechtes Licht nicht nur auf die katholische Kirche, sondern auf alle Kirchen. Und das sollte nicht sein. Ich finde das für einen Bischof eigentlich nicht gut. Ja. Er hat halt die Leute getäuscht. Und so jemand darf einfach nicht im Amt bleiben. Ganz einfach. Punkt. Ich glaube, für jemanden, der die Kirche vertritt und geschworen hat, in Demut und Armut zu leben und Vorbild zu sein, ist es einfach keine Rolle. Und der Bischof sollte wirklich seinen Hut nehmen und sollte jetzt noch gehen, wo es noch geht. Meiner Meinung nach wird zu viel Beheiderung gemacht, aber die Kirche muss selber wissen, was sie mit ihrem Geld tut. Das ist natürlich nicht gut, was er gemacht hat. Aber es gibt Skandale, die sehr wahrscheinlich in der katholischen Kirche größer sind. Kindesmissbrauch und so. Und das ist eigentlich viel schlimmer wie das, was er hier gemacht hat. Natürlich ist er sehr wahrscheinlich sehr unbeliebt geworden und haltbar für Limburg, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, was die Kirche sich ja erlaubt, den jetzt auch nicht irgendwie nur zu beurlauben, sondern nicht direkt rauszuschmeißen, das ist halt schon ein Armutszeugnis, finde ich. Allerdings hat das Thema in der Gesellschaft auch eine für viele überfällige öffentliche Diskussion zum Verhältnis von Staat und Kirche ausgelöst. Und eine gute Seite hat das anhaltende Interesse für Limburg allemal. Die Einzelhändler und Gastronomen freuen sich über gestiegene Besucherzahlen und Umsätze.